Ach ja, Freunde, willkommen zurück zu To the Moon und ja, im letzten Part ist was Grausames passiert mit Joey, beziehungsweise Johnny, mit seinem Zwillingsbruder, Joey halt. Und ja. Oh. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber hier haben wir uns wohl nicht so lange aufgehalten jetzt. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. So, und die Frage ist, was für Erinnerungen werden wir jetzt hier sehen? Es werden drei Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Wahrscheinlich hier dieser Obsthändler. Früchte, frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in einer Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Ist das jetzt echt so? Also, wenn das wirklich jetzt so ist, wusste ich das auch noch nicht, dass eine Tomate eigentlich eine Frucht ist. Ich kenne es eigentlich nur als Gemüse. Hat schon recht mit den Eigenschaften, aber wäre schon ein bisschen komisch. Kennen wir ja alle als Gemüse. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du einen Preis? Ah ne, wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm schon, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hey, ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hilfeklößchen, blockiert man nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hilfeklos. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hilfeklößchen. Du bluffst doch nur. Ja, anscheinend war er halt auch nicht so das geliebtere Kind, also war es dann eher der Joey. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön ghetto. Was hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach mal auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja. Oh nein. Doch, machen wir. Ich könnte jetzt die Maus benutzen, ist ja auch empfohlen, aber ich nehme trotzdem die Tastatur. Weil. Ja, weil es halt. Ansonsten habt ihr die ganze Zeit eine Maus im Bild. Hammer bewegen, Pfeiltasten zuhauen, Leertaste. Oh Gott. Jetzt bin ich aber gespannt. Es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Da muss ich wohl doch die Maus nehmen, tut mir leid. Aber die spinnt auch. Es geht nicht. Seht ihr, ich bewege die Maus, aber es. Moment mal, hä? Seht ihr, ich bewege die Maus und es passiert einfach nichts. Genauso auch mit den Pfeiltasten. Dann wollen wir mal sehen. Bei 39 gesichteten Zielen hast du 17 Mal zugeschlagen und dabei 2 Mal getroffen. Das ergibt 5% Trefferquote. Das ist ein neuer Rekord für dich.
Das ist voll unfair. Ja, ich höre aber trotzdem nochmal. Dann mache ich jetzt direkt mal mit der Maus. Ah, jetzt geht's. Boah, das war nicht ganz gut umgesetzt. Ja, ein bisschen ruhiger, weil ich gerade versuche. Die Zeit ist um. Naja, es wird auf jeden Fall ein bisschen besser sein. 41 mal 42 gesicherten Zielen, 41 mal zugeschlagen und dabei 31 mal getroffen. 73% Trefferquote. Gut, gehen wir weiter. Nette Idee, aber ich muss sagen, ein bisschen komisch umgesetzt. Die Maus hakelt ein bisschen und eben ging es ja auch gar nicht. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott, kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Die Wahrsager. Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand ein paar Stühle an einen Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Aber wir haben die drei Memory Links, wir können weiter. Aber die anderen sind hier rübergegangen. Hier wird gegrillt. Oh, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Auch wenn es langsam wieder kälter wird. Aber ich mag Grillen einfach. Da rechts geht es noch weiter. Aber hier gibt es bestimmt auch irgendwas. Genau. Wir können mit keinem reden. Aber schöne Musik. Mal wieder. Ja, hier ist einfach nur der andere Weg nach unten, der da links eben war. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal da rechts lang. Da müsste dann eigentlich auch schon der letzte Memory Link sein. Oder auch nicht. Ist hier so am Leuchten, aber hier kann ich nichts mitmachen. Vielleicht von oben? Ne, auch nicht. Ach, da sitzen sie ja. Hier, ich bin so blöd. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Ach, das sind die, geht's jetzt um die Gurken? Probier doch mal. Nee, ich mag ja nur nicht mal, ich meine Oliven, stimmt, natürlich. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest mal wenigstens eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auch auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom, kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf den Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich auf. Nein, das ist meins, ich hab's gewonnen. Notiz eingelegte Oliven. Johnnys Lieblingsspeise. Ich glaube, ich hab's schon mal in einem Part gesagt, aber ich mag auch keine Oliven. Johnny? Ach ne, wir können nicht mit ihm reden. So, jetzt brauchen wir nur das Memento. Folgen wir ihm einfach mal. Ach, Mama hören wir nicht so gut, was? Ja. Aber wo will er denn hin?
Johnny? Hm? Wo will er denn hin, der Gute? Wow! Naja, okay. Er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Es war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternegucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel. Selber Ort, ich habe auch so schnell weggedrückt. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa jedes Mal, dass wir nur zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll. Aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in der Koffeinsucht abgedriftet bin. In die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viel es noch mehr gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige Scheiße, ich hab dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel herumstreuen. Oh, die kleine River. Hat er sich mit ihr verabredet hier? Oder hat er sie hier getroffen? Hallo? Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Oh. Ist das vielleicht der Grund, warum er zum Mond möchte? Weil er sie bei dem Ausblick getroffen hat. Schau nur. Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso?
Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an mich an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Hm, das ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hey, Känguru gibt's. Wirklich. Den Osterhasen auch. Traut mir. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Deswegen macht sie also die ganzen Hasen. Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Dann sehen wir, wer zuerst eins hat. Okay, von 3. 3, 2, 1 und los. Hier ist... wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als alle anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt, das sind 2 Löffel und der Kopf. Da, wo er drauf zeigt. Da, wo er drauf zeigt, weil ich sehe das nicht. Naja. Und weiter? Und da sind die beiden Füße. Ja. Und was noch? Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bau. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber... Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die fest sitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme da draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist da drin? Der Preis, den ich bei Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was es ist. Das Schnabeltier. So eine Art Entenbiber-Tier. Darf ich mal sehen? Sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen.
Johnny? Mist, Mom ruft mich. Ja. Weißt du was? Behalte es, gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasen. Johnny, komme. Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagst, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch's mal damit. Auf dieser Satzebene, dann treffen wir uns auf dem Mond wieder. Wenn man einfach weiß, was da noch in Zukunft alles passiert, wie wir wissen das ja alles. Es ergibt dann alles auf einmal so viel Sinn. Das ist auch richtig traurig eigentlich. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren. Moment, was soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, dass hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein. Ja, ich merke auch gerade, dass der Part schon ziemlich lange ist. Ich möchte euch keinen zu langen Part antun eigentlich. Eva. Ich hoffe, ich komme jetzt mal zum Abspeichern, weil ich möchte auch jetzt nicht direkt zwei Parts aufnehmen und das dann hier mitten in diesem storylastigen Part cutten. Das wäre auch ein bisschen blöd. Was ich sagen muss, ich denke mal, hier mache ich dann jetzt eben Schluss. Ist ja jetzt recht abschließend. Was Eva da jetzt vorhat, sehen wir dann alle im nächsten Part. Bis morgen. Ciao, ciao.